Juhu, Rakete und liebe alle anderen. Bei mir ist heute die liebe Jenny Günther. Jenny ist Elterncoach. Wir haben schon mal ein gemeinsames Video für Milupa gedreht und haben gesagt, wenn ihr Fragen an die Jenny habt, dann wirst du einmal hier zu uns nach Hause kommen und dann können wir gemeinsam ein Video drehen und eure Fragen beantworten. Starten wir direkt mit der ersten Frage. Die kommt von der Franzi. Ich habe eine Frage an Jenny zum Thema Kindererziehung. Wie in fast jedem Bereich gibt es zum Thema Kindererziehung ja unglaublich viel Literatur und verschiedene Meinungen. Was sind denn so deine Top-Bücher, woraus du Tipps gezogen hast oder welches deinem Bild von Erziehung am nächsten kommt? Das ist tatsächlich eine super Frage, weil ihr mich dann natürlich auch so ein bisschen besser kennenlernt und einschätzen könnt. Wenn man mit Familien arbeitet, da liest man natürlich so eine ganze Menge. Zu den Ausbildungen gehört immer viel Material dazu. Ja. Das ist natürlich immer ganz viel, was auch in den Entwicklungsbereich oder in den psychologischen Bereich reinfällt. Aber ich mag persönlich gerne Publikationen und Artikel, die so ein bisschen moderner auch sind, unter anderem von Herbert Renz-Polster, von Dr. Gerald Hüther oder aber auch von der Nora Imbler. Die Nora hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben, Mein kompetentes Baby. Das habe ich auch gelesen. Genau. Es ist auch ein Buch, das ich wirklich Eltern super gerne empfehle, weil da drin einfach einmal alles besprochen wird, was mir persönlich auch total wichtig wäre, was Eltern vielleicht sogar schon vor der Geburt über ein Baby wissen sollten. Ich persönlich fand dieses Buch übrigens auch am besten von allen Büchern, die ich gelesen habe, weil das wirklich so eine schöne, stabile Grundlage schafft. Ja. Es sagt nämlich, vertraue deinem Kind. Ich glaube einfach, das nimmt vielen Eltern auch so ein bisschen die Sorge, alles managen zu müssen. Ja. Ne? Also das Baby auch managen zu müssen. Ja. Das müsst ihr gar nicht. Ihr könnt ganz entspannt an das Leben mit eurem Kind rangehen und eurem Kind einfach mal zutrauen, auch ganz viel schon zu können. Fabian Jütte schreibt, ich bin eigentlich ein sehr ruhiger Mensch, aber meine Kinder schaffen es regelmäßig, mich zum Explodieren zu bringen. Wenn mein Mann da ist, können wir uns in solchen Momenten abwechseln und unterstützen. Aber gerade unter Zeitdruck, morgens vor der Arbeit oder wenn ich sehr geschafft bin, direkt nach der Arbeit, bin ich oft sehr ungeduldig und reagiere auch manchmal ungerecht gegenüber meinen Kindern, was mir hinterher leid tut. Gibt es Tipps, wie ich mich besser unter Kontrolle halten kann und gelassener werden kann? Also ich muss ja sagen, es ist zum Thema Gelassenheit, ne? Also ich bin jetzt auch nicht der geduldigste Mensch. Teilweise ist es schon so, dass ich mir denke, Alter, man ist wirklich so kurz vorm Piu. Ja, was mache ich in so Situationen? Geht mir auch so, tatsächlich. Und ich glaube, das ist auch total menschlich, dass man so reagiert. Gerade in Stresssituationen ist es einfach manchmal auch nicht auszuhalten. Es muss ja auch irgendwo hin. Ja. Wir sind erwachsen, wir können damit umgehen oder sollten zumindest damit umgehen können. Hier wird jetzt gerade eine ganz super Situation beschrieben, nämlich der Stress im Familienalltag. Ja. Das Schöne ist, die Mama, die die Frage gestellt hat, hat auch schon eine Lösung direkt mit angeboten. Wenn mein Mann da ist, dann klappt es besser und wir können uns abwechseln und ich bin gelassener. Also haben wir da schon mal einen super Lösungsansatz. Teilt euch so ein bisschen die Arbeit mit den Kindern, dann wird es entspannter. Jetzt könnte man natürlich sagen, geht aber nicht. Der Mann muss irgendwie um 6 Uhr zur Arbeit. Dann muss man gucken, wie kann man es denn sonst vielleicht regeln? Kann man den Stress so ein bisschen rausnehmen aus dem Alltag? Es war zu erkennen, sie geht, glaube ich, schon wieder arbeiten. Vielleicht könnte man mit dem Arbeitgeber Gleitzeit vereinbaren. Dann müsstest du nicht, sagen wir mal, um 9 Uhr auf der Arbeit sein, sondern du hättest ein bisschen Spielraum. Das heißt gar nicht, dass du dann erst um 10 auf der Arbeit bist, aber für dich hast du morgens schon ein ganz anderes Gefühl. Und du glaubst gar nicht, wie unglaublich entspannend das ist. Du hast den Druck schon mal weg und du kannst einfach entspannter in den Tag starten mit deinen Kindern. Sollte das auch nicht möglich sein, könnte man auch überlegen, ich weiß, das hören die Eltern immer nicht so gerne, man könnte tatsächlich sich den Wecker so ein halbes Stündchen früher stellen. Ja, ich weiß, morgen ist jede Sekunde wertvoll, ne? Aber wenn es ja wirklich darum geht, dass du einfach kurz Zeit für dich brauchst. Also ich brauche morgens meinen Kaffee, am liebsten in Ruhe und dann checke ich schon mal so ein bisschen die E-Mails, du wahrscheinlich auch. Und wenn man dann das Kind schon irgendwie dabei hat oder sogar zwei Kinder, dann ist das einfach auch wieder Stress. Aber weißt du, was lustig ist? Genau das haben wir nämlich gemacht. Hat er gemacht? Obwohl wir es total hassen. So, eigentlich, wir finden es toll, morgens lange schlafen zu können. Ja. Oder zumindest so lange, bis man wirklich aufstehen muss, damit man pünktlich bei der Arbeit ist. Toll. Also mein Mann auf jeden Fall. Aber wir haben das tatsächlich so gemacht, dass wir jetzt eine Stunde eher aufstehen. Ja. Weil er kümmert sich dann erstmal um Nikolas, schneidet schon mal eine Birne oder einen Apfel, damit er schon was zu essen hat. Ich kann in der Zeit in Ruhe duschen. Er macht dann auch irgendwie einen Kaffee noch in der Zeit. Um 9 Uhr, so dann ist irgendwie alles, so der ganze Morgen ist echt entspannt gelaufen. Und das funktioniert aber nur, weil wir halt früher aufstehen. Ja. Wir müssen noch ganz kurz besprechen, wie du mit den stressigen Phasen umgehst, beziehungsweise du hast ja auch gesagt, du wirst dann oft ungerecht.
Ach ja. Also die Mama jetzt. Ja. Das würde ich tatsächlich mit deinen Kindern dann auch mal kommunizieren und einfach sagen, boah, heute war es wirklich, wirklich stressig für mich. Ich musste pünktlich auf der Arbeit sein. Ich habe euch angeschrien und das tut mir wirklich leid. Mhm. Weil Kinder können damit auch gut umgehen, wenn Gefühle mal reflektiert werden. Lisa, Vollzeitmama. Ich hätte eine Frage an Jenny. Thema Ernährung. Ich bin schon sehr verzweifelt, da mein Kleiner, 21 Monate, ein sehr schlechter Esser ist. Mache mir Sorgen, ob er genügend Nährstoffe zu sich nimmt. Er isst leider sehr wenig Fleisch und Fisch und ist nicht offen für Neues. Wie könnte ich ihm das Essen schmackhafter machen? Tendenziell sind ja Essen und Schlafen so die zwei größten Themen, die Eltern so belasten. Mhm. Warum ist mein Kind so schlecht und warum schläft mein Kind so schlecht? Mhm. Grundsätzlich kann man davon ausgehen, jedes Kind will essen und jedes Kind will auch schlafen. Ja. Zurückzukommen auf das Buch Das kompetente Baby. Mhm. Also sprich deinem Kind ruhig die Kompetenz zu, dass es essen möchte. Mhm. Es gibt einfach so ein paar Kleinigkeiten, die man evolutionsbiologisch berücksichtigen muss beim Thema Essen. In der ersten Lebensphase, wenn die Kinder ganz eng an die Mutter gebunden sind und noch gestillt werden, probieren die relativ viel Neues auch aus, weil es ist einfach sicher. Alles, was sie bekommen, kommt von der Mutter. Da kann gar nichts passieren. Wenn euer Kind dann in das Alter kommt und kann sich von der Mutter wegbewegen, wird mobil, war es früher einfach so, man hätte unter Umständen zu Früchten oder giftigen Sachen gelangen können und sich diese in den Mund stecken können. Und dann wäre man natürlich, hätte man nicht so lange gelebt. Von daher hat die Natur da so eine ganz praktische Überlebenssicherung eingebaut in das Kind. Was auch immer noch funktioniert, dass Kinder nicht so experimentierfreudig sind und wirklich einfach bei Sachen bleiben, die ihnen bekannt sind. Ja. Und deswegen, und das ist gerade auch das Alter, 21 Monate, da passt das richtig gut rein, dass das gerade der Fall ist und dein Kind da nicht so experimentierfreudig ist. Was man machen kann, denn Essen ist Spaß, Essen ist Spielen und Freude und Erleben. Die Kinder immer das Essen mehr erleben lassen. Erstens mit dem Kind zusammen essen. Ganz oft ist es nämlich der Fall, dass die Mutter vor dem Kind sitzt, das Kind sein Essen hat, das Kind essen soll und nicht isst. Ja, genau. Also vielleicht probiert ihr einfach mal gemeinsam zu essen. Freunde einzuladen, andere Kinder einzuladen, das so zum richtigen Happening zu machen. Ja, den Genuss auch wieder mehr da reinbringen. Und wichtig ist, dass man halt wirklich dann auch dasselbe wie das Kind isst, um dem Kind zu zeigen, guck mal, das schmeckt toll, das ist super, das ist lecker. Und immer wieder anbieten. Also das habe ich bei Nikolas aber auch gemerkt. Der ist ja ein super Esser. Also der isst ja wirklich alles. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Lebensmittel, die neu sind oder was wir vielleicht länger nicht gekocht haben. Und dann ist er schon so, essen wir nicht. Und dann esse ich ihm aber immer vor und sage so, ist das lecker. Also ja, Mama isst das jetzt. Und dann nehme ich noch einen Löffel und denke sie so, Moment mal, wenn das so lecker ist, dann will ich aber auch. Und dann macht er immer schon den Mund auf und probiert zumindest. Ja. Also das finde ich ganz gut. Und was besonders schön ist für Kinder, wenn die wirklich einfach mit dem Essen spielen dürfen. Mhm. Also das soll jetzt nicht falsch verstanden werden, Essen ist nicht zum Spielen da im eigentlichen Sinne, aber Kinder lernen durch Spielen und durch ihr Leben und das Essen sich auch in den Mund zu stecken und vielleicht im Gesicht zu haben und das mal fallen zu lassen und auszuprobieren, wie ist die Konsistenz, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also da auch einfach mal so 5 gerade sein lassen, egal wie die Küche danach aussieht. Heute Morgen, da fällt mir auch gerade ein, der hat gerade so ein riesiges Auto, so ein Spielzeugauto, das ist ein Cabrio. Und da hat er heute Morgen dieses Brioche-Brötchen, was ich immer so gegeben habe, hat er alles auseinandergepflückt und in das Auto, in jedes, also wirklich in jedes Loch, was da drin ist, hat er da so ein Brötchen reingesteckt. Und dann war da echt so ein Berg an Brötchen drin und dann, ich habe das nicht gemerkt, dass er das gemacht hat und höre nur irgendwann so, wow! Ich so, was ist los? Dreh mich um, denke mir so, nein, dieses Auto ist voller Brüche und überall Krümel, Krümel, Krümel. Aber dachte ich mir auch so, ja gut. Ja, er hatte Spaß, ne? Ja, er hatte Spaß und vor allem dieses Wow, das kam wirklich von Herzen. Ja. Dann noch von Jennifer eine Frage, allerdings habe ich die übersehen hier in den Kommentaren, aber ich lese jetzt hier einfach mal vor. Mein Großer, 4 Jahre, wird im Dezember 5, er knabbert an seinen Fingernägeln, seit sein Bruder auf der Welt ist. 1 Jahr und 4 Monate. Was kann ich tun, damit er nicht mehr knabbert? Ich habe schon einiges probiert, von Belohnung, Bestrafung hin zu Mitteln, zum Aufpinseln auf die Nägel aus der Apotheke. Oh je, Jennifer. Ja. Jennifer, das klingt nicht so schön. Das scheint ja auch irgendwie so eine Stresssituation zu sein. Genau, also Fingernägel kauen ist gar nicht mal so selten, auch bei Erwachsenen und bei Kindern wird sogar angegeben, dass jedes dritte Kind an den Kindernägel, an den Fingernägel, knabbert. Ja. Genau, und das stressbedingte Ursachen haben kann. Das müssen gar keine psychologischen Ursachen sein. Das hat man früher immer gedacht, das ist aber nicht so. Und bei Kindern wird es auch oft so angesehen, dass es einfach in der Entwicklung einfach eine Phase ist und sich auch wieder erledigt.
Genau, es kann einfach sein, dass es eine Belastung gibt und dass dadurch durch dieses Kauen Spannungen abgebaut werden. Okay. Und was ich jetzt einfach empfehlen würde, wäre, weil du geschrieben hast, du hast mit Belohnung gearbeitet, mit Bestrafung und mit diesem Fingernägel-Zeugs. Ich würde tatsächlich das Thema Fingernägel erst einmal komplett zur Seite schieben. Okay. Gar nicht mehr so drauf eingehen. Du musst erstmal rausfinden, was sind die Spannungen. Sie schreibt ja auch seit der Geburt des kleinen Babys. Dann könnte das natürlich daran liegen, dass jetzt noch ein weiteres Kind da ist. Ich würde, wie gesagt, das Thema zur Seite schieben und nochmal versuchen, ganz liebevoll mit deinem Sohn ganz viel Exklusivzeit aufzubauen. Mhm. Also nochmal ganz viel Zeit für den Großen. Der Papa übernimmt mal den Kleinen. Mhm. Unternehmt was. Und dieses ganze Beziehungsding Mama-Sohn nochmal so ganz besonders stärken und schauen, was passiert dann mit den Fingernägeln. Mhm. Erledigt sich das vielleicht, weil man einfach den Fokus nicht mehr so drauf legt? Oder bleibt es? Sind die Spannungen dann immer noch da? Dann könnte man in liebevollen Momenten auch nochmal darüber sprechen. Mhm. Was ist denn mit den Fingerchen? Und guck mal. Und den Fingern vielleicht auch nochmal so eine ganz besondere Bedeutung geben. Mhm. Die Finger streicheln, die Finger eincremen, sich um die Finger kümmern. Mhm. Ne? Einfach nochmal so ganz wertschätzend damit umgehen. Keine Bestrafung, keine Belohnung. Und vor allen Dingen nicht diesen Lack, der wieder nur, wenn es dann nicht klappt, weil das Kind dann trotzdem weiter knabbert, das Kind auch wieder frustriert, so, siehst du nicht mal, das habe ich geschafft. Okay, verstehe. Also, wir haben natürlich alle eure Fragen bekommen und haben uns die Fragen vorab auch durchgelesen. Jetzt ist es so, dass wir ein paar Fragen auch aussortiert haben, weil es in einer Beratungssituation natürlich darum geht, euch Hilfestellung zu leisten. Und die Fragen waren so ein bisschen zu allgemein formuliert. Und mir wäre es da wichtig gewesen, rückzufragen, vielleicht auch das Gespräch zu suchen, weil viele Lösungen auch immer in den Eltern schon liegen. Und deswegen haben wir die Fragen rausgenommen. Also bitte nicht traurig sein. Ihr könnt aber jederzeit gerne euch Vertrauenspersonen suchen und mit denen eure Fragen besprechen oder mich anrufen oder was auch immer. Ich schreibe am besten auch deine Kontaktdaten einmal in die Infobox. Ja. Also all diejenigen, die eben Fragen gestellt haben, sich denken so, Mann, die war jetzt nicht dabei, meine Frage. Ja. Also zum einen, es kommt noch ein zweites Video mit dir, aber falls ihr da wirklich das Gefühl habt, so okay, ich habe da jetzt ein sehr spezielles Problem, dann am besten so im persönlichen Kontakt und nicht hier so in der Öffentlichkeit. Das ist einfach besser, weil ich dann nochmal so ein paar Sachen abhören kann und dann auch im Gespräch viel besser einen Lösungsansatz finden kann. Okay. Jenny, ich danke dir sehr. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, gerne ein Däumchen nach oben und dann freue ich mich auch, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.